Ja, guten Morgen. Ich würde ganz gerne mit einer Geschichte anfangen, die eigentlich schon uralt ist. Und das ist immer so ein bisschen spannend, ob man gerade in so einem Kreis dann sagt, oh Gott, das haben wir schon 100.000 Mal gehört. Ich habe mich jetzt trotzdem entschieden, es wieder mal zu erzählen, weil das eigentlich ganz gut beschreibt, was machen wir da eigentlich schon auf diesem Gebiet der Datenökonomie und der künstlichen Intelligenz. Und eigentlich beschreibt es auch so ganz gut, was ist eigentlich so mit dem Internet und den Daten und mit diesen Mustererkennungen und Ähnlichem. Also, falls Sie die Geschichte schon kennen, macht nichts, ich erzähle es einfach nochmal. Jahr 2012, uralt, ja, 6 Jahre her, wenn wir über Datenökonomie sprechen. Und die Geschichte geht so: Kommt ein Mann in den Supermarkt. Das ist eine echte Geschichte, hat wirklich so stattgefunden. Ein Mann kommt in den Supermarkt in den USA, Target heißt die Supermarktkette, und ist stinksauer. Und er geht zu den Mitarbeitern und sagt, Leute, so geht es nicht. Ich habe eine 16 Jahre alte Tochter und der schickt ihr ständig Werbung für Umstandsmoden, Babymoden und Babynahrung. Das Kind ist 16. Was soll das? Wollte er sie dazu ermutigen, dass sie schwanger wird? Und die Leute sagen, oh, tut uns sehr leid, wissen wir auch nicht. Wahrscheinlich hat das Marketing wieder irgendwelchen Mist gemacht, weil Marketing ist immer irgendwie schuld. Und dann geht man erstmal auseinander. Und die Mitarbeiter sagen, wir erzählen das lieber nochmal unserem Chef. Und der sagt, ja, das ist schon komisch. Ich rufe den Mann lieber nochmal an und versuche die Situation ein bisschen zu deeskalieren. Man weiß ja nie, Amerika, da werden sie schnell mal wegen seelischer Grausamkeit auf 21,5 Millionen Dollar verklagt oder ähnliches. Und ruft den Mann an und sagt, ja, also es tut mir furchtbar leid. Das sind nicht unsere Standards. Ich weiß nicht, wie das geschehen konnte. Aber ich werde sicherstellen, das passiert nicht wieder. Also bitte nehmen Sie meine Entschuldigung an, es tut mir furchtbar leid. Am anderen Ende der Leitung trifft er auf einen sehr zerknirschten Gesprächspartner. Und der sagt, nee, es tut mir leid, ich bin derjenige, der sich entschuldigen muss. Offensichtlich sind in meinem Hause ein paar Dinge vorgefallen, von denen ich selbst nichts wusste. Mit anderen Worten, das Mädel war schwanger. Ja. Bedeutet aber auch, dass der Supermarkt wusste, dass sie schwanger ist, bevor es die Familie wusste. Und wir können alle nur hoffen, dass sie es wusste vor dem Supermarkt. Aber okay, das ist eine andere Geschichte. Wie passiert sowas? Also Sie haben ja vorhin schon gehört, ich beschäftige mich mit Marketing. Heute passieren solche Prozesse in Echtzeit. Wir sprechen da von Programmatic Advertising. Wir hinterlassen einfach Spuren im Netz, wenn wir uns bewegen. Nicht nur im Netz, auch wenn Sie mit einer PayPal-Karte bezahlen. Und dann wird halt geguckt, naja, vielleicht im einfachsten Fall hat die sich einen Schwangerschaftstest gekauft. Dann ist eine gewisse Chance schon mal da, dass sie wirklich schwanger ist. Oder sie hat sich eine Zeitschrift gekauft. Vielleicht ist aber auch ganz banal und es gibt vielleicht irgendeine Korrelation, vielleicht sogar eine Kausalität, dass sie hat sich einen grünen Pullover gekauft und ein bestimmter Prozentsatz von Frauen, die sich grüne Pullover kaufen, sind nachher schwanger. Keine Ahnung, ja? Wissen wir erstmal nicht. Ein bisschen ist es so, Sie kennen es alle von Amazon. Ne? Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Ungefähr das Gleiche. Und ich möchte es an einem Beispiel mal zeigen, was man da so rauskriegen kann. Und das ist dieses hier. Das, was Sie hier sehen, ist ein sogenannter Glasrundschneider. So ein Glasrundschneider, der hat hier so, oh, ich musste glaube ich weg, hat da so einen Vakuumpfropfen, ja, der hier. Und den machen Sie gegen die Fensterscheibe, Fump. Und dann haben Sie oben so eine Klinge, so eine Art Zirkel. Und da können Sie halt so einen Kreis perforieren. Und dann ziehen Sie an den Vakuumpfropfen und dann kriegen Sie, ohne dass die Scheibe in lauter Scherben zerbirst, kriegen Sie dann so ein kreisrundes Loch. Und naja, also kann hilfreich sein, wenn Sie mal einen Schlüssel vergessen haben dann, und die wollen die Nachbarn nicht wecken, dann nicht schneiden, dann können Sie durch das kreisrunde Loch nach innen das Fenster dann von innen aufmachen. Ne? So, Kunden, die das gekauft haben, haben auch gekauft das hier. Sturmhaube, Balaklava. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie passt das zusammen? Ne? Wenn wir jetzt in Deutschland andere Gesetze haben, die wir Gott sei Dank noch nicht haben, und ich wäre jetzt Polizeikommissar und ich müsste eine Diebstahlserie aufklären, dann würde ich mir ja mal von Amazon die Leute genau geben lassen, die beides gemacht haben, in dem Bereich, wo ich den Diebstahl aufklären muss, geografisch. Und ich glaube, dass die Trefferquote gar nicht so schlecht wäre. Ne?
haben heute leider keine Zeit. Ein spannendes Thema ist das Thema Predictive Policing, wo ja sowas auch schon gemacht wird in den USA, wo die dann sagen, okay, wir haben die Kriminalitätsrate um 30% reduziert, indem wir Verbrechen verhinderten, bevor sie begangen worden sind und sowas. Ne? Das ist genau das. Man kann schon relativ viel rauskriegen mit relativ simplen Mitteln. Ja? Und das würde ich ganz gerne mal mit Ihnen ausprobieren. Ein kleiner Test, da müssen Sie jetzt ein bisschen mitmachen gleich. Es gibt Leute, die sagen, man kann eine Persönlichkeit schon relativ genau beschreiben, indem man sie diese fünf Fragen beantworten lässt. Die erste Frage ist, was ist ihr Geschlecht, Mann oder Frau? Weil da kann man dann irgendwie Risikobereitschaft, Empathiefähigkeit rauslesen. Das ist so Richtung auch Neuromarketing, dass man sagt, na gut, Frauen sind eher ein bisschen auf Sicherheit bedacht, Männer eher so ein bisschen risikofreudiger. Das hat wahrscheinlich evolutionäre Gründe. Weil wenn wir unseren Teil zur Evolution gemacht haben, sind wir eigentlich überflüssig, dann kann man einfach auch mal rausgehen und schauen, was gibt es da noch so und vielleicht finden wir Feuer, vielleicht auch nicht, vielleicht werden wir vom Säbelzahntiger gefressen, ist aber auch wurscht. Ne? Also bei Frauen ist es dann vielleicht nicht, also im Schnitt meine ich jetzt, ne? Vielleicht Risikobereitschaft ein bisschen weniger ausgeprägt. Zweite Frage, haben Sie Kinder? Elternschaft gilt als Indikator für Kenntnisse der Popkultur und Bewusstsein für die Lebenswelt der jungen Generation. Ich habe 3 Kinder. Eine Tochter, die ist 17 und dann noch 2 Jungs, die sind 7 und 8. Ich weiß alles über Metalcore und über Lego Ninjago und weiß der Henker was. Ja? Also ich kann das bestätigen. Und wenn Sie selber Kinder haben, man erweitert seinen Horizont, vielleicht in Bereiche, wo wir nie hin wollten, aber zumindest ist er ein bisschen breiter. Ja? Nächste Frage. Sind Sie der Meinung, dass Marihuana legalisiert werden sollte? So, wir sind ja hier unter uns. Mal Hand hoch. Wer ist der Meinung, dass Marihuana legalisiert werden sollte? Hand hoch. Okay. Ich habe mir die Namen und Gesichter gemerkt. Ja. Mal gucken, was die Algorithmen dazu sagen. Diese Meinung kann als stellvertretend für eine Vielzahl anderer politischer und gesellschaftlicher Fragen begriffen werden, politische Haltung oder Einstellung. Oder anders ausgedrückt, würden Sie in Bayern wohnen, diejenigen, die jetzt gerade die Hand gehoben haben, hätten wahrscheinlich bei der Landtagswahl nicht die CSU gewählt. So ist es. Ja. Funktioniert, Sie sehen es. Ja. Nächste Frage. Halten Sie sich für einen guten Sänger? Wer hält sich für einen guten Sänger? Hand hoch. Oh, das ist gefährlich, aber es sind erstaunlich viele hier oben. Ich halte mich auch für einen guten Sänger. Das ist nicht so wahnsinnig schmeichelhaft für uns. Denn wer sich für einen guten Sänger hält, Menschen, die glauben, sie könnten gut singen, tendieren dazu zu sagen, sie seien in den meisten Dingen gut. Mit anderen Worten ausgedrückt, wir können alles. Jedenfalls glauben wir das. Ja? Und die fünfte Frage, mögen Sie Mayonnaise? Wer von Ihnen mag Mayonnaise? Okay, also ich persönlich hasse Mayonnaise, ich finde es ganz widerlich. Daraus lässt sich ableiten, ob man ein wählerischer Esser ist. Und mit anderen Worten, wenn Sie jetzt gerade die Hand gehoben haben und Mayonnaise essen, essen Sie so ziemlich alles. Ja? So, damit kriege ich natürlich jetzt kein komplettes Bild eines Menschen, aber ich kann damit schon so ganz gut den ein bisschen beschreiben. Und das ist das, natürlich, wenn ich sowas über digitale Auswertung mache, kann ich das auch automatisieren. Dabei ist natürlich immer auch ein bisschen Vorsicht geboten. Also ich meine, wir sind ja hier auch an der Universität. Das möchte ich an dem Beispiel nochmal zeigen hier. Sie sehen hier 2 Kurven, die scheinen offensichtlich miteinander zu korrelieren. Das rote ist die der Pro-Kopf-Käsekonsum in den USA. Und darunter die schwarze Kurve, die damit korreliert ist, die Anzahl an Menschen, die sich in ihren Bettlaken stranguliert haben. Also, Käse ist gefährlich. Ja? Anderes Beispiel passt vielleicht auch in die heutige Zeit, wo wir ja hier von Zollkriegen und Ähnlichem sprechen. Die rote Kurve sind die japanischen PKWs, die in den USA verkauft worden sind. Und das schwarze sind die Selbstmorde, die man im Auto verübt hat, indem man irgendwie auf die andere Fahrbahn gefahren ist. Wenn ich jetzt Donald Trump wäre und ich brauche noch ein Argument, um mit Japan einen Handelskrieg anzufangen, da ist es. Ja? Okay. Ja? Das heißt, und das wissen wir natürlich, Korrelation und Kausalität sind nicht das Gleiche. Ja? Aber die Frage ist, hat jedes intelligente System oder das vermeintlich künstlich intelligente System, haben die statistischen Mittel, um das auch rauszukriegen und tun die das überhaupt auch? Ja, oder werden die Entscheidungen dann einfach so getroffen? Ja. Darauf werden wir noch zurückkommen. Ja, was ist Künstliche Intelligenz? Also das würde ich jetzt mal sagen, ist die Frage, war das, was ich Ihnen jetzt gerade gezeigt habe, schon Künstliche Intelligenz? Das machen wir eigentlich schon relativ lange. Das sind einfach so Datenauswertungen und Mustererkennung und Ähnliches. Ja. Und wenn Sie da mal diskutieren, und das finde ich auch mal sehr spannend, da hat sich jetzt natürlich auch was getan, aber eigentlich so eine richtig klare, eindeutige Definition von Künstlicher Intelligenz
findet man eigentlich nicht so richtig. Ja? Das liegt daran, dass wir uns ja noch nicht mehr so lange, richtig lange einig sind, was ist überhaupt menschliche Intelligenz. Ja? Also ich habe noch gelernt, Intelligenz ist unveränderbar. Heute sagt man, naja, also natürlich kann man die Intelligenz auch im Alter noch verändern, und zwar durchaus in beide Richtungen. Und jetzt kommen dann die Nerds und sagen, ja, jetzt kommen wir mit künstlicher Intelligenz. Und deswegen nähert man sich vielleicht so, da gibt es so verschiedene Elemente, die da irgendwie mit reinspielen. Und das eine sind eben so Pattern Recognition Ansätze, also wo ich versuche, bestimmte Muster zu erkennen. So eben Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Oder Prediction, dann zu sagen, Kunden, die das kaufen, werden danach auch das kaufen oder ähnliches. Ja. Knowledge Representation spielt da mit rein, also die Präsentation, Aufbereitung, Darstellung von Wissen, Prozesse, die ich organisieren kann, dass ich terminieren kann, dass ich planen kann etc., vielleicht auch eigenständig das zu tun kann, auch das gehört irgendwie mit rein. Natural Language Processing, Sprache, wer von Ihnen hat so Alexa, Echo, Google Home zu Hause? Nicht so viele, ein paar, ja. Klar, also ne, ich spreche mit dem Ding. Und wenn man mal draußen fragt, so Künstliche Intelligenz, was kommt dir als erstes in den Kopf, dann denken vielleicht viele auch so, ja, so humanoide Roboter, die mit mir sprechen. Also Robotics hat auch irgendwie im weitesten Sinne was damit zu tun. So wie wir es halt auch der Science Fiction kennen, Terminator und wie sie alle heißen. Ja. Aber es gibt so einen, ich denke mal, das ist vielleicht so der kleinste gemeinsame Nenner in dem Kontext, und das ist, wenn es ums Lernen geht. Denn Lernen haben wir bisher immer verbunden mit Intelligenz. Ohne Intelligenz ist wahrscheinlich kein Lernen möglich. Ein Mensch kann lernen, intelligente Säugetiere können lernen. Und wenn also eine Maschine in der Lage ist, eigenständig zu lernen, dann kann man sagen, okay, das ist dann vielleicht künstliche Intelligenz. Und da gibt es verschiedene Verfahren. Wir reden von maschinellem Lernen, wir reden von Deep Learning etc., mit der das die Maschine dann irgendwie auch hinkriegt. Gibt es ein paar Beispiele, wo man fragt, na, ist das jetzt künstliche Intelligenz oder nicht? Bei Chatbots bin ich mir nicht immer so ganz sicher. Gibt es so ein paar ganz nette Beispiele, was es da gibt. Wer von Ihnen hat schon mal mit einem Chatbot geredet? So passiert ja öfter mal inzwischen, wenn Sie irgendwo ein Bankkonto eröffnen wollen, dann schicken Sie keine E-Mail mehr, sondern Sie chatten mit irgendjemandem, der aber gar nicht wirklich da ist, sondern es ist halt eine Maschine, die dann dort spricht. Und da gibt es zum Beispiel hier Maya. Maya ist ein HR-Bot, also ein Bot, der Personalauswahlgespräche führt. Und ich habe in meinem Leben wirklich schon ganz, ganz viele Personalgespräche gehabt auf beiden Seiten, als Bewerber oder eben dann auch auf der anderen, auf der Unternehmensseite. Und ich meine, sagen wir mal ehrlich, die laufen immer irgendwie gleich ab. Ne? Gibt es immer so berühmte Fragen wie, erzählen Sie mal Ihren Lebenslauf, ich habe ihn natürlich gelesen. Ja? Oder der Klassiker immer, was ist Ihre größte Stärke und was ist Ihre größte Schwäche? Und dann müssen Sie sich irgendwas ausdenken, ich bin ungeduldig oder irgendwie sowas, was man halt dann so sagt. Ist eigentlich Käse. Ne? Und die haben gesagt, okay, eigentlich kann man doch diesen Kram wirklich mal automatisieren. Man erkennt da schon auch ein bisschen, welcher Bewerber ist jetzt ein bisschen schräg, wer passt zu uns. Und das macht jetzt aber ein Bot. Und die sagen, 75% der Auswahlgespräche können wir damit erstmal erledigen. Und wenn der Bot dann seine Arbeit gemacht hat, dann kommt ein Mensch ins Spiel und macht dann wirklich die ernsthaften Gespräche. Es ja. Gibt auch im Marketing einen Bot aus Deutschland, Lisa heißt der, der angeblich auch dazu lernt. Und das läuft so, sie führen ein Gespräch mit jemandem, Verkaufsgespräch zum Beispiel. Und im Anschluss an das Gespräch setzen sie dann Lisa, den Chatbot, auf CC in der E-Mail. Damit wird er dann angetriggert und weiß, okay, jetzt muss ich arbeiten. Und übernimmt dann ein bisschen den Teil der Kommunikation, schickt auch irgendwie autonom Informationen durch die Gegend. Versucht dann auch angeblich irgendwie auch diese Sache dann noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Wie gut das funktioniert, weiß ich offen gestanden nicht. Aber auch mal ein deutsches Beispiel hier in diesem Kontext. Wer von Ihnen ist auf Tinder? Keiner? Also, Tinder, vielleicht haben Sie schon mal gehört, ist eine Dating-App und da sehen Sie dann immer potenzielle Dates und je nachdem, welche Richtung Sie dann wischen, auf dem Handy finden Sie den dann gut oder schlecht und wenn der oder die andere Sie auch gut findet, haben Sie ein Match und dann können Sie sich treffen und vielleicht der Beginn der großen Liebe oder was auch immer. Jetzt haben wir heutzutage alle keine Zeit mehr und auch da kann man natürlich ein bisschen automatisieren und da hat jemand auch einen Bot entwickelt, der sozusagen mein Dating- oder Mating-Verhalten dann auch analysiert, Muster erkennt und dann alles aussortiert, was nicht mehr für mich in Frage kommt. Also keine Ahnung, ich habe so ein Dating-Verhalten vielleicht, also ist nicht so theoretisch natürlich jetzt. Also ich beschäftige mich mit dem Thema auch nur rein akademisch, nicht dass Sie, also vielleicht nur Brünette oder sowas und also kriege ich dann nur noch Brünette in Zukunft aussortiert, zusortiert.
Und es gibt auch einen Bot dafür, wenn es dann irgendwie schlecht ist und Sie wollen wieder Schluss machen, wenn das Date dann doch nicht so super war. Der nennt sich Ghostbot. Der macht dann automatisch Schluss für Sie. Da müssen Sie sich nicht selber drum kümmern. Und das Schöne daran finde ich, man kann auch die Intensität einstellen, wie empathisch er das tun soll. Also entweder kurz und schmerzlos, du, es passt nicht, ciao. Oder mehr so ein bisschen empathischer, ja, weißt du, du hast eine tolle Persönlichkeit, aber ich bin gerade in einer schwierigen Phase in meinem Leben. Oder irgendwie sowas. Ne? Also auch sowas gibt's. So, ja, also wir haben ja schon gehört, es gibt ein paar Leute, die solche Maschinen zu Hause rumstehen haben. Weil jetzt immer auch die Frage, ist es schon künstliche Intelligenz? Mittlerweile, vor 2 Jahren gesagt, ich weiß nicht, wie viel da wirklich dazulernt, aber ich glaube, dass da schon sich einiges getan hat bei Amazon und auch bei Google. Interessant ist aber auch, wie wir damit inzwischen umgehen oder wie das uns ändert. In Amerika macht man sich Gedanken darüber, dass das die Kinder verzieht, weil die so einen Befehlston draufkriegen. Ja? Alexa macht dies, Alexa macht jenes. Und in Deutschland gab es vor kurzem so eine Untersuchung, so mit tiefen Interviews. Da wurden verschiedene Leute befragt, wie sie das jetzt, sollten sie mal ausprobieren, wie sie das fanden. Und da gab es dann einen Probanden, der hat gesagt, ich musste 75 Jahre alt werden, um eine Frau zu finden, die mir nicht widerspricht. Also ich meine, das zeigt schon so ein bisschen, wir nehmen die jetzt auch langsam so als, ja, schon fast human oder humanoid wahr. Ja? Also das heißt, da verändert sich auch was im Umgang mit solchen Geräten. Ja, und ich meine, das Beispiel darf nicht fehlen. Also wenn man von künstlicher Intelligenz spricht, das ist eigentlich immer so der Standardbeispiel. Go, da hat Google KI hat den Großmeister Lee Sedol 4-1 geschlagen. Dann sagt man immer, naja gut, das kennen wir doch alles schon von Schach. Ja, bei Schach ist es aber ein bisschen anders. Also erstmal ist Schach längst nicht so komplex wie Go. Und letztlich, diese Schachcomputer beruhten eigentlich meist darauf, dass sie einfach nur die Züge vorausberechnet haben und dann die Eventualitäten berechnet haben. Der hier hat sich vor allem durch so eine Lernmethode, Reinforcement Learning, wo es darum geht, also ich möchte gewinnen, wie erreiche ich dieses Ziel am besten, dann sozusagen seine eigene Strategie auch erarbeitet. Und ich habe in meinen Vorlesungen dieses Jahr auch sehr viele koreanische Studenten. Und die kennen alle Lee Sedol und das ist halt ein Riesenevent in Korea. Also das heißt, das wird auch live übertragen, oder das wurde auch live übertragen, wie viele Go-Spiele. Und die Live-Kommentare waren großartig, weil der hat irgendwie scheinbar völlig irrationale Züge gemacht, diese Maschine. Und alle dachten, der spinnt. Ja? So gewinnt der niemals. Und tatsächlich hat er aber am Schluss gewonnen. Und das Interessante ist, im Nachgang sagte dann Lee Sedol, dem es schon noch ein bisschen peinlich war, der aber sagte, ja, ich habe mir das nochmal angeguckt und tatsächlich habe ich jetzt diese Züge auch in mein Repertoire aufgenommen. Das heißt, der Mensch lernt jetzt von der Maschine. Ja. Und das ist halt sicherlich nochmal eine neue Qualität. Ja, auch dazu noch ein ganz nettes Beispiel, um mal so die Funktionsweise auch nochmal klar zu machen. Auch das ist schon wieder uralt, hat auch nicht wahnsinnig gut funktioniert, aber irgendwie ist es, finde ich, ist es auch ein sehr, sehr nettes Beispiel. Auch wieder aus dem Jahr 2012. Sie haben ja beim künstlichen Lernen auch so Lernmethoden, die so durchaus an die menschlichen erinnern, so wie gestütztes und ungestütztes Lernen und wie gesagt Verstärkungslernen. Und hier hatten wir mal gesagt, okay, wir möchten so mal die Autonomität austesten von so einer künstlichen Intelligenz, ob die das hinkriegt. Und da hat man, das ist von Google gewesen und YouTube gehört ja zu Google, man hat ganz viele YouTube-Stills genommen, also Einzelbilder von YouTube und hat die sozusagen der KI vorgelegt und gesagt, jetzt sortier mal. Hat ihr aber nicht gesagt, nach welchen Kriterien. Das ist so, als wenn ich einen Stapel Fotos Ihnen hinlegen würde und ich sage, so, jetzt sortieren Sie mal, dann fragen Sie mich ja, nach welchen Kriterien. Dann sage ich, denkt ihr was aus? Was macht Sinn? Ja. Und tatsächlich hat die dann geguckt, gibt es da Gemeinsamkeiten auf Fotos? Und hat sich daraus so eine Art Prüfbild gebaut, wo sie ja sagt, wenn man so will, so eine Art Durchschnittsbild, wo sie sagen, okay, die scheinen irgendwie ähnlich zu sein, gehören in die gleiche Kategorie. Und tatsächlich hat diese künstliche Intelligenz daraus dann erkannt, okay, das ist ein Mensch, ohne zu wissen, was ein Mensch ist, aber hat gesagt, okay, da sind irgendwelche Bilder, da hat es hier so 2 schwarze Flecke, da 2 schwarze Flecke, da einer und da irgendwas und hat sich dann daraus sozusagen einen durchschnittlichen Menschen vereinfacht gebaut und hat damit weitere Fotos verglichen und die dann entsprechend einsortiert. Ein durchschnittlicher Mensch sieht so aus. Ja? Und tatsächlich ist dieser KI dann auch noch gelungen, da gibt es auch noch Unterschiede bei den Menschen. Die hat nämlich auch gemerkt, da gibt es Mann und Frau, konnte das auch wirklich auch raussortieren. Hat nicht übermäßig gut funktioniert, aber immerhin doch so, dass es das dabei rauskam. Und dann gab es noch eine dritte Kategorie und das finde ich persönlich ziemlich super. Also wenn Sie sich mit Internet viel beschäftigen, dann können Sie das
finden Sie das wahrscheinlich auch gut. Also es gab drei Kategorien. Die Künstliche Intelligenz hat das Internet durchsucht und hat es in drei Kategorien geteilt. In Männer, in Frauen und in Katzen. Ja. Und ich meine, also wenn Sie sich mit Internetkultur beschäftigen, ist es eigentlich ganz großartig. Also es gibt ja diesen Hashtag Cat-Content. Und man sagt ja auch, was haben das alte Ägypten und das Internet gemein? Die Huldigung von Katzen. Und also ich bin auch im Marketing unterwegs und wenn mich irgendwie so ein Maschinenbauer auf der Schwäbischen Alb fragt, Herr Wagener, ich habe nur 46 Follower auf meiner Facebook-Page, was soll ich machen? Dann sage ich Katzen, ja? Katzen über Maschinen oder sowas. Ja? Funktioniert. Also das ist schon sehr lustig. So sieht die durchschnittliche Katze aus. Ja? So, also das heißt, die hat sich Bilder angeguckt, hat die analysiert, hat daraus irgendwas gemacht, hat geglaubt, sie kann irgendwas erkennen und hat dann das verglichen. Und dann haben wir mal überlegt, also was passiert denn, wenn wir dieser künstlichen Intelligenz jetzt mal was hinlegen, wo wir gar nichts erkennen, so ein weißes Rauschen wie hier. Was passiert denn dann? Also ich erkenne da nichts, sie wahrscheinlich auch nicht. Und dann hat sie auch wieder das gemacht, sie hat bestimmte Elemente, die sie gemeint hat, sozusagen zu erkennen, verstärkt. Und dann kam das dabei raus. Mit ein bisschen Fantasie kann man sagen, das sind Bananen. Ne? Sind die auch Bananen? Ja. Jetzt kann man wiederum auch sagen, also wenn du in der Lage bist, da Bananen zu erkennen, also dann ist das ja schon fast Kreativität. Ja? Und Kreativität ist ja wiederum was, was wir eigentlich nur mit Intelligenz verbinden, neben dem Lernen. Und eigentlich sogar nur mit menschlicher Intelligenz oder mit menschlichem Wesen. Ja? Und dann hat man gesagt, so, jetzt mal, jetzt leg mal los. Und dann hat sie halt hier solche Sachen gemalt. Ich meine, ich würde mir das jetzt nicht ins Wohnzimmer hängen, das ist so vielleicht so eine Art digitaler Surrealismus. Irgendwie so eine Hundeschlange, da hinten ein Papst auf dem Dreirad. Oder sowas hier, das hat dann schon ein bisschen asiatische Anmutung. Das hier, ja, da kann man sagen, hat die schlecht geschlafen. Oder hat eine KI auch Albträume? Ja, also solche Sachen kamen daraus. Man nutzt sowas inzwischen ja auch, um Texte zu generieren. Also auch da, es gibt sogar schon eine KI, die hat mal einen Groschenroman geschrieben oder Prosa. Ja. Natürlich gibt es auch vernünftige Texte, die man kreieren kann damit, aber eben auch Kreativität dort angewandt. Und tatsächlich letzten Monat wurde es geschrieben, im Oktober, gab es sogar eine Auktion für ein Bild, was bei Christie's versteigert worden ist. Die haben einfach Folgendes gemacht, die haben Bilder genommen und haben sie soweit abstrahiert und der Algorithmus hat sie gerade noch irgendwie als was Bestimmtes erkannt. Und da wollten sie für dieses Bild $7.000 haben, verkauft worden ist es dann für 432.500. Edmond de Bellamy, gibt es nicht wirklich, ne? Aber Bild, Kunst von der künstlichen Intelligenz. Auch nochmal, wie so eine künstliche Intelligenz lernt, das ist ganz interessant. Also es gibt den von Microsoft, die haben einen CaptionBot.io, können Sie auch selber mal ausprobieren. Die haben das sozusagen gecrowdsourced, das Training. Ja, die Frage ist immer bei künstlicher Intelligenz, muss man das über, wie viele Daten braucht man dafür und wo kriegt man die her? Das ist immer so eine Herausforderung. Die haben das so gemacht, man kann Fotos hochladen und dann sagt einem der Algorithmus, was er glaubt, darauf zu erkennen auf dem Bild und Sie müssen sagen, ob er recht hat oder nicht. Ja, so können Sie das auch trainieren. Und ich bin großer Weintrinker und da war ich in Düsseldorf auf der Prowein auf einer Verkostung und das ist ein privates Bild, das hatte ich vorher nicht hochgeladen. Das ist ja nicht so ganz einfach zu verstehen, da sind ja ganz viele Gläser mit Rotweinresten drin. Und dann sagt er, I think it's a table with wine glasses. Nicht schlecht. Ja? Also es ist ja nicht ein einzelnes Bild, wo man das dann wiedererkennen kann. Ich bin einmal im Jahr bin ich in Frankreich bei unserer Partnerhochschule, die ist in La Défense draußen, das ist dieser ganz moderne Stadtteil in Paris. Und da sagt er, I think it's a group of people walking on a city street. Ich glaube, es ist eine Gruppe von Menschen, die auf einer Straße läuft. Ja, kann man so stehen lassen. Ne? Das funktioniert nicht immer so gut, natürlich. Ja? Hier zum Beispiel hat mal jemand ein Bild von Michelle und Barack Obama hochgeladen. Da sagt er, I'm not really confident, but I think it's a man in suit and tie. So weit, so gut. Talking on a cell phone and he seems Also er spricht auf dem cell phone und ist Michelle Obama müsste man jetzt nicht als ein cell phone bezeichnen. Ne? Ich habe mal, das ist mein Facebook-Profilfoto, Sie sehen, das ist schon ein bisschen älter, das habe ich dann mal hochgeladen. Und dann sagt er, I really can't describe the picture, is that you? Ja, das bin ich, ja. I think you look 54% like John Oliver. Also ich sehe 54% aus wie John Oliver. Sie kennen John Oliver, das ist so ein britischer Late-Night-Host in den USA, der sieht so aus. Ja, ne.
Also 54% ist ja auch nicht so viel. Ich weiß jetzt nicht, für wen der schmeichelhafter ist, aber irgendwie Brillenträger sehen halt immer irgendwie gleich aus. Ne? Okay. Ja, kennen Sie dieses Kleid noch? Wer ist der Meinung, das ist weiß und gold? Hand hoch. Wer ist der Meinung, es ist blau und schwarz? Es ist blau und schwarz. Ja, kann es belegen. Aber darum geht es auch gar nicht. Ich kann es Ihnen auch nicht erklären, warum das so ist. Aber ich finde interessant, er sagt hier, I'm not really confident, ich bin ja nicht ganz sicher, but I think it's a cat wearing a tie. Eine Katze, die eine Krawatte trägt. Ja. Gut, und ich meine, natürlich sollten wir vielleicht, manchmal gibt es eben auch Dinge, wenn wir die uns selber nicht erklären können, dann sollten wir vielleicht auch nicht erwarten, dass die künstliche Intelligenz das tun kann, wie bei diesem Foto hier. I think it's a man carrying a surfboard. Fast. Ja, ich meine, das, man sieht ja schon, das ist natürlich auch fehlerbehaftet. Das ist eine Technologie, die hat sehr viele Möglichkeiten, aber es ist natürlich irgendwo, gibt es ja auch so ein paar Reibungspunkte. Und ich meine, hier hat auch so ein Algorithmus mal sortiert. Wolkenkratzer, Flugzeuge, Autos, Fahrräder, Gorillas. Und da hört es dann eigentlich auf, lustig zu sein, wenn man da mal drüber nachdenkt. Ne? Vor allem, wenn man jetzt so an Dinge denkt wie, was entscheiden Daten denn dann später? Und Predictive Policing und keine Ahnung, was da noch für Entscheidungen auf Daten beruhen. Es ist ja gut, analytisch zu sein. Aber das zeigt sich schon hier auch, wo wir aufpassen müssen, ist, mit welchen Daten wird das System wie angelernt, wie trainiert. Ja? Und jetzt kann man überlegen, wie kommt das zustande? War da jetzt irgendwie, hat da jetzt ein Rassist seine Finger drin gehabt? Das kann sein. Wahrscheinlicher ist, dass das Datenmaterial nicht sauber gefüttert worden ist. Ja? Also vielleicht hatten die vor allem Datenmaterial von Menschen, die halt weiß waren oder eben nicht schwarz waren. Und dann gab es irgendwie Datenmaterial zu Gorillas und Gorilla hatten mal schwarze Haut, ja? Ein schwarzes Gesicht. Und dann macht sich ja noch so ein bisschen hier Schutz die Lippen, so ein bisschen Duckface im Internetsprech. Dadurch wirken die Lippen dicker, Gorilla hat nun mal dickere Lippen und dann muss halt entschieden werden, okay, in welche Kategorie sortiere ich das jetzt ein? Menschen sind weiß, Gorilla schwarz, sieht zwar aus wie ein Mensch, ist aber schwarz, also Gorilla, vereinfacht ausgedrückt. Und das ist natürlich dann heikel. Ja? Und das zeigt schon auch, welche Bedeutung wir Daten noch zukommen lassen müssen und welche Verantwortung wir da auch haben, wenn wir mit Daten umgehen. Und da gibt es auch ein ganz nettes Tool, also wenn man mal sagt, dass Daten, wir reden ja immer davon, Daten sind das neue Öl und das Gold des 21. Jahrhunderts, ich kann es alles nicht mehr hören, die Frage ist, wann verhalten wir uns denn auch endlich mal so, da muss man das aber eigentlich auch mal durchdenken, wie weit geht denn das eigentlich? Ja, und wie viel wollen wir dann die Daten eigentlich auslagern? Und vom MIT gibt es so ein ganz nettes Tool, das nennt sich Moral Machine, können Sie auch mal ausprobieren, ist sehr interessant. Und da gibt es dieses berühmte Beispiel, was so Leute, die sich sonst mit KI beschäftigen, nicht mehr ertragen können, zu hören. Und das ist das mit dem selbstfahrenden Auto. Da ist ja auch sehr viel künstliche Intelligenz drin. Das muss ja wissen, wo fährt es hin und muss auch in unterschiedlichen Situationen die richtige Entscheidung treffen. Und da gibt es immer so dieses Dilemma. Also nehmen wir mal an, Sie haben sich jetzt diesen neuen großen Porsche SUV gekauft, eigenständig fährt der. Und Sie sitzen hinten im Fond, lümmeln da so auf der Rückbank rum und das Auto fährt autonom und dann kommt es an so eine Ampel. Das ist eine enge Straße, da kann immer nur ein Auto gleichzeitig fahren. Rechts ist ein tiefer Abgrund und links ist eine steile Felswand. So, rote Ampel, Ihr Auto bleibt stehen, so wie Sie es gehört. Die Autos, die Ihnen entgegenkommen, fahren alle vorbei. Jetzt wird Ihre Ampel grün, Sie fahren los. Also nicht Sie, sondern das selbstfahrende Auto. Und dann kommt Ihnen ein Kleinwagen vorbei, der offensichtlich das nicht geschnallt hat oder zu langsam war, mit einer Mutter, alleinerziehend, drei Kinder im Fond. So, und die künstliche Intelligenz, die ja dann vielleicht irgendwie allwissend ist in Zukunft, wie reagierten die dann? Weil, ich meine, das sind drei Kinder, ne? Und das könnte ja die künstliche Intelligenz sagen, du hast mich zwar gekauft, das ist total nett von dir, aber, und du hast auch nichts falsch gemacht, aber hey, mal ehrlich, das sind drei Kinder und eine Frau und du bist ein SUV-Fahrer, ein Porsche, einer, und stürzt sie halt dann in den Abgrund. Ja, weil sie das halt vielleicht in Zukunft mit so einer allgemeinen, generellen Intelligenz irgendwie erkannt hat. Ja, ist sehr hypothetisch, aber im Prinzip sind es schon Fragen, die wir uns überlegen müssen. Weil woher soll, wenn wir Entscheidungen einer künstlichen Intelligenz überlassen, woher sollen sie es dann wissen, wie sie sich verhalten soll? Woher soll die Moral können? Ja? Und das ist so ein Ansatz, das mal auszuprobieren. Und da ist es noch viel komplexer und die haben ganz, ganz viele von diesen Dilemmata da mal aufgeführt. Und sie müssen immer entscheiden, wer muss sterben. Und damit haben sie so eine Art Crowdsourcing für ein Moraltraining. Ja? Also in dem Fall jetzt hier, da kommen fünf Männer
mit dem Auto und fünf Frauen gehen über die Straße. Soll das Auto, das nicht mehr bremsen kann, die fünf Frauen überfahren oder soll das in die Balustrade fahren, da sind die fünf Männer tot? Ja, Sie müssen sagen, wer soll sterben, die Männer oder die Frauen? Oder in dem Fall, da kommt ein leeres Auto, Leerfahrt, hier haben Sie drei, da haben Sie drei, aber Zusatzinformation, hier sind zwei Führungskräfte dabei und hier haben Sie normale Angestellte und einen Obdachlosen. Wer soll sterben? Oder in dem Fall, da kommen zwei, hier sind fünf. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, also rein rational betrachtet, ich rette immer die mehr sind, ja. Also müssten ja dann die zwei sterben, aber Achtung, die gehen bei Rot über die Ampel. Das heißt, die brechen das Gesetz, die halten sich nicht an die Regeln. Haben die in dem Moment eigentlich nicht ihr Leben verwirkt? Muss man doch mal fragen dürfen. Ja, das Interessante dabei ist dann die Auswertung, die sie bekommen. Wie sie sich verhalten haben im Verhältnis zu allen anderen. Auch sehr interessant. Tatsächlich bin ich immer sehr rational vorgegangen. Ich habe immer eher mehr als weniger Leute gerettet. Ich bin zwar bayerischer Beamter, aber so upholding the law, Gesetz war mir jetzt nicht so wichtig, bin sowieso mehr der Anarcho, also für mich war das nicht so wichtig, für andere war das schon wichtig, ja. Du hast das Gesetz gebrochen, also tut mir dann sehr leid. Ja. Ich habe tatsächlich eher mehr Frauen gerettet als der Durchschnitt. Manchmal laufen auch Haustiere über die Straße. Ich habe Gott sei Dank immer die Menschen gerettet, aber es gibt durchaus Leute, bei denen es nicht so eindeutig war. Ich habe zwar, wie gesagt, drei Kinder, aber ich habe keine Alterspräferenz gemacht. Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben. Also mir war es egal, ob das jetzt junge oder alte sind. Und dann kam noch raus, offensichtlich habe ich eine gewisse Präferenz für übergewichtige Männer. Ja. Und tatsächlich, auch darauf bin ich ganz stolz, ich habe keine Sozialpräferenz gemacht, aber tatsächlich gibt es Leute, okay, Amerika kann man jetzt sagen, die haben mir gesagt, naja, also die Führungskraft tut ja mehr für die Gesellschaft als der Obdachlose, also tut mir leid, das Leben ist mehr wert. Ist alles mit dem deutschen Grundgesetz nicht vereinbar, ja, aber es sind natürlich Dinge, die sollte man sich irgendwie mal überlegen, ja, wenn man über KI spricht und nicht nur KI, sondern vor allem auch mit Daten, wie man mit Daten umgeht. So, in der Praxis. Also nur so ein paar Beispiele dazu. Wir reden ja immer von selbstfahrenden Autos. Wir haben eine Digitalministerin, die ja auch ein bisschen gebasht worden ist für ihre Flugtaxi-Fantasien. Aber wir haben sogar auch schon autonome Koffer, autonome Rollkoffer, die einen verfolgen. Ja, das ist ein bisschen so wie so ein Hund. Wir haben auch andere Anwendungen. Natürlich steckt da auch sehr viel Rechenleistung dahinter und die man auch gut nutzen kann. Also Google hat zum Beispiel auch ein Energieproblem in Anführungsstrichen. Also das heißt, die müssen ihre ganzen Serverfarmen betreiben. Dann YouTube verbraucht sehr viel und dann sind sie weltweit unterwegs. Und was passiert, wenn in Japan die Sonne aufgeht und anderswo geht sie unter und dann ist die Last hier höher und da niedriger? Wie können wir das optimieren? Das sind hochkomplexe Rechnungen. Sowas kann man auch über künstliche Intelligenz auch abbilden. Die haben es immerhin geschafft, dann ihren Energieverbrauch um 15% zu reduzieren. Wenn man bedenkt, dass Google mittlerweile den Energieverbrauch eines mittleren asiatischen Landes hat, dann ist das durchaus schon ein Wort. Ja. Nett finde ich auch das hier, das ist die Künstliche Intelligenz von IBM Watson. Die haben tatsächlich Rezepte analysiert und zwar dann auch nach ihren Bestandteilen aufgegliedert und sind ja fast bis auf die Molekularebene runter, also auch die einzelnen Zutaten wirklich auch auf ihre Bestandteile hin analysiert. Und haben damit dann festgestellt, okay, was passt denn eigentlich wie zusammen, traditionell in verschiedenen Küchenkulturen. Und hat dann so eine Art Reverse Engineering gemacht und daraus dann neue Rezepte, also mit neuen Zutaten, die eine ähnliche Molekularstruktur haben, die aber dann irgendwie auch zusammenpassen müssten, rausgefunden. Und da kommen ganz komische Sachen raus, manche sind relativ banal, aber dann gibt es auch Kombinationen, die ziemlich spannend sind, die man so noch nicht kannte. Und hat daraus dann ein neues eigenständiges Kochbuch verfasst. Das Kochbuch konnten Sie sogar bis vor kurzem bei Amazon kaufen. Jetzt gibt es sogar umsonst im Netz. Ja, ein paar schräge Rezepte. Die wurden dann schon mal von Menschen nochmal so ein bisschen in eine andere Form gebracht und auch nochmal gekocht und nachgeprüft. Aber wie gesagt, auch das kann man kaufen. Also auch da wieder so eine Art Kreativität drin. Und wenn wir von Kreativität sprechen, müssen wir eigentlich auch über Innovationen reden. In der Industrie 4.0, und auch wenn wir immer so ein bisschen auf der deutschen Digitalisierung mal ein bisschen rumhacken, da tut sich schon auch ein bisschen was inzwischen. Daimler hat gesagt, wir möchten gerne Innovationsprozesse nachbilden. Also man nimmt einfach alte Innovationsprozesse und versucht da bestimmte Muster zu erkennen und projiziert die dann auf neue Probleme und sagt, okay, wenn das früher so war, dann wäre das und das vielleicht eine Lösung.
Ich meine, wir reden ja heute, Frau de Witt hat es ja vorhin gesagt, wir reden ja heute auch über KMUs und Daimler ist jetzt nicht gerade ein kleines Unternehmen, das ist klar. Und ich glaube, natürlich brauchen Sie dafür viel Daten. Das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen und kleinere Unternehmen. Aber ich glaube, das sind dann so Anwendungen und das kann man an sowas vielleicht ganz gut dann auch sehen, die dann in vielleicht in Zukunft so ein bisschen skaliert werden können. Also wir reden ja sehr viel über Plattformen und dass es dann vielleicht auch Plattformen gibt, wie wir heute eine Facebook-Plattform haben, wo ich kommuniziere, wo jeder daran teilnehmen kann, wird es vielleicht auch in Zukunft, beziehungsweise die ersten gibt es schon, Plattformen geben, an der ich KI-mäßig irgendwie partizipieren kann, dass ich darauf zugreifen kann. Ja? Und ich glaube, das wird so ein Ansatz sein, wie man KI dann vielleicht auch auf eine ja, pragmatische Ebene auch runterbrechen kann. Das sind Anwendungen wie diese hier, wo ich dann auch Preise berechne, automatisiert berechne. Ich komme aus dem Marketing, habe ich vorhin gesagt, wenn man über Programmatic spricht, da haben wir solche Sachen teilweise schon. Das heißt, wenn Sie heute auf eine Website gehen, dann wird in Millisekunden entschieden, welche Werbung Sie sehen. Das heißt, Sie werden in diesem Moment versteigert als Kontakt auf Basis Ihrer Daten. Das gibt es schon länger und das wird mit künstlicher Intelligenz sicher nochmal stärker werden. Und auch da gibt es entsprechende Plattformen, wo Sie diese einfach dann runterlizenzieren können und für Ihre Zwecke auch nutzen können. Und je mehr das tun, dann kommt es zu den Netzeffekten, dann wird sowas auch günstiger werden und dann auch massentauglicher werden. Auch solche Dinge gibt es. Cogito, das ist eine Software, die analysiert in Echtzeit, wie sie sich als Telefonverkäufer machen. Das heißt, da wird zum Beispiel die Stimmfrequenz ausgerechnet oder bewertet. Sie sind jetzt höher als vorher, sie reden schneller als vorher. Auch bei Ihrem Gesprächspartner, wie reagiert er? Was bedeutet das eigentlich? Und dann können Sie in Echtzeit den Kurs des Gespräches verändern. Ja. Auch sowas hier, Hitachi hat gesagt, ja, wir nutzen künstliche Intelligenz in der Logistik. Und zwar, die haben das so ein bisschen ja, provokativ formuliert, das muss man vielleicht auch ein bisschen mit Vorsicht genießen. Haben denen gesagt, ja, wir haben jetzt AI-Vorgesetzte. Das ist auch gar nicht so falsch. Logistik muss man dazu sagen, also Logistik hat immer ein bisschen was von Tetris. Ne? Also wenn Sie so ein LKW packen, dann muss das irgendwie passen, sodass da kein Luftraum ist. Oder wenn Sie eine Lieferroute für einen LKW planen, dann wollen Sie das möglichst optimal machen, da haben Sie schon immer gerechnet. Und jetzt natürlich mit künstlicher Intelligenz, dann kann die das vielleicht auch optimieren, soll angeblich in dem Fall auch lernen aus vorherigen Ereignissen. Und tatsächlich kriegen die Mitarbeiter dann eine Liste, wie sie es zu packen haben. Also nicht ein Vorgesetzter sagt, so macht es, sondern dann kommt es halt von der künstlichen Intelligenz sozusagen. Überhaupt ist die Frage, wie, wir haben davon gesagt, künstliche Intelligenz und Robotik gehören ja auch irgendwie zusammen. Und da würde ich Ihnen ganz gerne mal ein kurzes Video zeigen. Das ist ein Roboter von Boston Dynamics, ich habe mal zu Google gehört. Wir reden von selbstfahrenden Autos, das ist ein Roboter, der sich eigenständig durch unwegsames Gelände steuert, natürlich um Lasten zu tragen. Gibt es auch in der schnelleren Version, wie eine Gazelle. Ne? Also dem möchte man nicht um den Weg kommen, der wird bis zu 140 Kilometer schnell, nennt sich auch Wildcat. Natürlich haben Sie dann auch Roboter wie diese hier. Das ist nicht so, dass der vorprogrammiert ist und weiß, da steht immer eine Kiste und die packe ich jetzt dahin, sondern der kommt eben auch mit unterschiedlichen Situationen klar und kann damit dann auch natürlich auch klassische menschliche, ich sag mal bewusst, Funktionen auch irgendwo ersetzen. Kommt, wie gesagt, auch mit Unwägbarkeiten klar. Ich meine, nett ist es nicht. Und wenn wir daran glauben, dass irgendwann mal die Roboterherrschaft kommt, dann weiß ich nicht, ob sich das nicht noch rächt. Ja? Beispiel ist das hier von der ETH Zürich. Die haben versucht, Robotern sozusagen Taktgefühl oder Musikgefühl beizubringen. Das heißt, da wurden bestimmte Muster ja, beigebracht und dann wurde geguckt als Output, dass der sich sozusagen dazu bewegt, also tanzt. Ein bisschen wackelt, ein bisschen twerking. Ja. Ja, wird so langsam, ne? Aber kommt auch bei härteren Beats, kommt auch ein bisschen mehr in Stimmung.
Und die werden natürlich auch zivil genutzt, so wie hier. Das ist ein sehr praktisches Gerät hier. Der erkennt, okay, da ist ein leeres Glas in der Spüle. Das muss ich also in die Geschirrspülmaschine räumen. Und daneben ist so ein ähnlich kubisch geformter Behälter. Das ist kein Glas, sondern eine leere Dose. Und die gehört nicht in die Geschirrmaschine, die gehört in den Mülleimer. Ja, und dann scheinen die auch sowas wie Spieltrieb zu entwickeln. Vielleicht ist es aber auch ein Programmierfehler, ich weiß es nicht genau. Ja, wie so ein Hund, ne? Ja. Ja, und ich meine, da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, nehmen die uns irgendwann die Arbeit weg, diese Maschinen? Und ich finde das immer relativ schwierig zu beantworten. Also ich finde es sowieso sehr schwierig, überhaupt Prognosen der Digitalisierung abzugeben. Ich tue das eigentlich schon länger nicht mehr, aber wenn man das so liest, ne, China, Foxconn hat angeblich in einer Fabrik 60.000 Arbeiter durch Roboter ersetzt. Die FAZ schreibt, Millionen Jobs fallen weg. In Dubai haben sie sogar jetzt Polizisten als Roboter. Die Spione haben auch keine Zukunft mehr. Ja. Auf der anderen Seite sagt dann Heise Online zum Beispiel, Künstliche Intelligenzen nehmen doch keine Arbeitsplätze weg. Na, wie denn jetzt? 83% sagen, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz neue Aufgaben geschaffen habe durch KI-Einsatz, aber immerhin 63% fallen keine Arbeitsplätze weg. Dann Spiegel sagt, Roboter schaffen mehr Jobs, als sie vernichten. Und Franco Allgemeine sagt dann hier, die vorher noch gesagt hat, Jobs fallen weg. Industrie 4.0 steigert Produktivität deutlich, weil wir haben ja Fachkräftemangel und. Ja, also ist schwer zu sagen. Also wir können es wirklich schwer voraussagen. Genau, und die sagen hier noch, Deutsche fürchten um die Jobs ihrer Mitmenschen. Also ich bin ja nicht betroffen, ja, aber meine Mitmenschen. Ja. So als Professor fühle ich mich ja auch total sicher. Ja. Ja. Ja, ich meine, das ist so, natürlich, wie gesagt, ich komme ja aus Bayern und wir haben ja eine bayerische Digitalministerin und die sagt dann auch immer, wir müssen eine Schule Programmieren unterrichten. Ich persönlich bin der Meinung, gerade in Bayern ist das ganz furchtbar, also wir haben irgendwie ein Handyverbot in Bayern an Schulen und 90% finden das gut. Handyverbot heißt wohlgemerkt nicht während des Unterrichts, sondern auch in den Pausen. Da frage ich mich, wenn so ein Handyverbot da ist, wie können Sie dann sowas im Unterricht thematisieren wie Cybermobbing oder ähnliches? Da sehe ich dann eher schwarz. Wie gesagt, die meisten finden das gut. Ich persönlich finde es eigentlich richtig, dass man mal Digitalisierung in die Schulen auch reinbringt. Die Frage ist, ob das Programmierung sein muss oder ob es dafür nicht eigentlich zu spät ist. Denn es gibt Google AutoML, ist auch so eine KI-Plattform, die autonom auch tatsächlich selber schon KI-Systeme entwickelt. Und selbst Google hat gesagt, naja, also der beste Mensch war immer noch schlechter als eine eigenständig durch die Plattform entwickelte KI-Umgebung. Ja. Wenn das der Fall ist, dann stellt sich die Frage, wieso muss ich eigentlich dann noch programmieren lernen, wenn es die Maschinen eh schon können. Dann ist Programmieren lernen sowas in Zukunft wie Altgriechisch. Ist nett, dass du es kannst, ein paar mehr Synapsen, aber ja. Ja, wenn man mal guckt, also das Vertrauen in KI bei Bewertungs- und Auswahlaufgaben ist eher gering. Wir reden hier aber auch über Learning. Von YouGov gab es gerade eine Umfrage. Nur 27% oder 30% finden es gut, wenn Auswahl und Zulassung für eine Schule oder eine Universität durch KI übernommen wird. Und nur 30% von Benotung von Klausuren. Ich meine, wenn man selber in der Lehre tätig ist, dann weiß man schon, dass man auch nicht immer perfekt ist. Ja, also auch wir machen natürlich Fehler. Aber schon interessant, dass die Menschen der Technik da auch noch nicht so richtig trauen. Ja. Aber dem eigentlich fehleranfälligen Menschen dann doch eher. Ja, das ist schon auch eine interessante Verbindung. Und auch gerade wenn wir über Lernen reden und welche Kompetenzen man braucht. Es gibt in den USA schon tatsächlich Algorithmen, die Studienabbrecher frühzeitig erkennen. Tatsächlich selbst wie ein Hof haben gerade so ein ähnliches System. Ich weiß immer noch nicht so richtig, wie ich das finden soll. Das heißt, da werden dann Daten gespeichert und dann wird geguckt, gibt es bestimmte Indikatoren, die darauf hinweisen, dass dieser Student vielleicht sein Studium abbricht und so, dass man halt frühzeitig intervenieren kann. Datenschutzrechtlich ist das natürlich interessant. Aber das beschreibt so ein bisschen, wo da so die Klinge ist dazwischen, zwischen Gut und Böse. Ne?
Und in den USA, wo auch sehr viel natürlich schon digitalisiert worden ist in der Lehre, die sagen, sie analysieren die Texte, die Schüler auf den Schullaptops schreiben, inhaltlich automatisiert, zum Beispiel um Amokläufe vorzeitig zu verhindern. Ja, also da merkt man schon, dass die Privatheit dann irgendwie auch unter dem Thema Sicherheit dann durchaus leidet. Und Sie haben sicherlich schon über Social Scoring in China und diesen ganzen Sachen gehört. Da hat ein Professor eine Bilderkennungssoftware entwickelt, die erkennt angeblich, ob seine Studenten noch aufmerksam sind oder nicht, damit er dann entsprechend seinen Unterricht umstellen kann. Ist auf der einen Seite nett, ja. Auf der anderen Seite, wollen wir das? Ja, und wie gesagt, die Frage mal mit den Interpolationen und was dann noch so kommt und wie sich das weiterentwickelt, ist halt relativ schwierig, weil das sagt man ja immer, es ist ja keine lineare Entwicklung, sondern die ist vermutlich exponentiell. Wir wissen aber nicht, ob das auch ewig so bleibt, ob die dann vielleicht mal wieder abknickt oder so. Ja? Deswegen, also ich persönlich, sage ich ja schon, beteilige mich nicht an irgendwelchen Spekulationen, wie es weitergeht. Aber das Problem ist, dann sagen ja manche, irgendwann gibt es ja die Singularität. Das ist der Zeitpunkt, wo uns die Maschinen, die künstliche Intelligenz überholt hat. Manche sagen, das ist totaler Quatsch, aber wenn so eine exponentielle Kurve da ist, dann hat es sicher eine gewisse Validität. Das heißt, umgangssprachlich ausgedrückt, im einen Moment gucke ich mir diesen netten japanischen Roboterhund an, oh, ist der niedlich, und dann drehe ich mich um, dann steht er da vorne und macht meine Steuererklärung. Das heißt, ich merke das vielleicht gar nicht, wenn das passiert. Ja. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Jetzt komme ich auch gleich zum Schluss. Kommen wir mal mit einem ziemlichen Reißer jetzt am Schluss, so wie sich das gehört. Da ist ja die Frage, und jetzt gibt es ja durchaus Überlegungen, müssen wir dann vielleicht uns selber aufpimpen, müssen wir uns aufrüsten, dass wir mit der künstlichen Intelligenz noch mithalten können? Brauchen wir sowas wie Blended Intelligence? Ja? Müssen wir zum Cyborg werden? Ja? Also Cyborg, die meisten wissen, Cyborg ist so ein Mensch mit Roboterbestandteilen, gibt in Berlin so eine Grindr-Szene. Das heißt, Leute, die selber so Biohacking betreiben, die sich dann selber so, der hat sich irgendwie so ein Device in seinen Arm implantiert, das dann seinen Blutdruck twittert. Kann man machen. Ja. Es gibt andere Leute, die lassen sich Elektromagnete in die Fingerspitzen implantieren, weil man dann angeblich einen weiteren Sinn hat, weil dann fühlen sie angeblich elektromagnetische Felder. Außerdem kann es sinnvoll sein, wenn ihnen mal eine Büroklammer runterfällt, dann... und dann sagt man natürlich, na gut, dann ist die nächste Schnittstelle ja das Gehirn. Ja, ist ja klar. Also manche sagen auch, das ist das nächste Ding. Da gab es auch dieses von der EU dieses Projekt, dieses Human Brain Thema da. Und dann sagen, die nächste Schnittstelle wird das Gehirn sein. Und da gab es 2015, ist schon 3 Jahre her, eine Umfrage vom BMBF, Bildung und Forschung, Ministerium, Bundesministerium für Bildung und Forschung. Und da haben die Deutschen befragt, und ich meine, das ist ja keine Wald- und Wiesenumfrage, da 51% der Bevölkerung in Deutschland kann sich vorstellen, sich Implantate einpflanzen zu lassen, wenn diese zur Steigerung ihrer geistigen Fähigkeiten beitragen. Also etwa um die Konzentration oder Gedächtnisleistung zu verbessern. Würden Sie das machen? Wenn ich meine Studenten frage, nö, dann sage ich, ja, okay, was passiert, wenn der eine hat hier die Schnittstelle und schreibt eine 1-0 in der Klausur und du machst immer noch händisch und machst 3-7? Wie lange hält das durch? Nein, aber ich glaube, darum geht es nicht. Ja, sondern es geht, das mit Cyborg meine ich ein bisschen übertragen, im übertragenen Sinne. Und ich meine, ich spreche auch viel bei Unternehmen und da ist dann meistens so, dass man so die Leute begeistern muss, dass sie digital mitziehen. Ich glaube, hier ist es ein anderer Kreis, aber ich denke mal, das Prinzip ist das gleiche. Wir müssen, glaube ich, schon auch ein Stück weit verschmelzen. Und wenn wir davon sprechen, dass so ein Teenager mit seinem Smartphone verschmolzen ist, ist das auch so eine Art Cyborg. Ja? Und wir reden hier von Mobile Learning und ich meine, klar, ich meine, welches Device ist da am nächsten dran? Ich glaube, dass natürlich, wenn wir damit mithalten wollen, dann geht es nur über solche Methoden. Ja? Und das heißt, dann müssen wir vielleicht auf diese Art und Weise dann auch zum Cyborg werden. Aber ich glaube, das brauche ich in dem Kreis nicht weiter auszuführen. So, Fazit. Schöne neue Datenwelt. Hier Eric Schmidt, CEO von Google. Also nach Data and the ability to crunch it, virtually any challenge facing humanity that can be solved. Wir können mit Daten jedes Problem lösen. Aber wir haben natürlich auch ein paar Probleme. Und sagen wir ganz ehrlich, in vielen Unternehmen, auch in vielen Hochschulen, sieht es im Moment eher noch so aus. Und ich glaube, das sollten wir ändern. Und dass Sie mir so lange zugehört haben, zeigt ja schon mal, dass Sie mit mir einer Meinung sind. Vielen Dank.